Jesus spricht heute im Evangelium von dem Baustein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Wenn wir heute auf den Tag schauen, können wir uns als Reflexion mal die Frage stellen, welche Steine habe ich eigentlich schon verworfen und sie waren dann verloren? Oder wo habe ich das Gefühl gehabt, oh, das passt überhaupt nicht in mein Leben, eine Situation, eine Begegnung, die aber dann ganz fruchtbar geworden ist, also wirklich ein tragender Stein geworden ist. Es gehört zur Fastenzeit mit dazu, zu schauen, was war nicht so gut, aber was kann ich in das Gute wandeln.